Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 16. September 1939. Wir schauen wieder auf den FX-Markt und wollen uns heute hier im Vorfeld diverser Zinsentscheidungen, die ja diese Woche noch anstehen, zunächst dem Euro gegenüber dem Schweizer Franken widmen, denn dieser ist natürlich nicht von ungefähr. Hat sich ja aus seiner Lethargie, wie wir ja sehen und alle wissen, hier vom 15. Januar zunächst ein Stück weit verabschiedet. Es gab ja hier sozusagen die Interventionen, das werden Sie wissen. Dann hier diese große Seitwärtsrange im Sinne dessen, dass hier praktisch die Marke von 1,20 als ja, signifikantes Level der Stabilität ausgerufen wurde. Und das Ganze fiel ja wie hier ein Kartenhaus in sich zusammen am 15.01. Ausverkauf entsprechend, aber seither sehen wir hier im Wochenchartintervall erholt sich der Euro gegenüber dem Schweizer Franken sichtlich. Wir haben heute auch noch 11 Uhr die ZEW-Konjunkturerwartungen aus der Schweiz zu erwarten. Das wird ganz spannend. Und natürlich morgen den Zinsentscheid. Ja, hier wird erstmal generell von keiner Veränderung ausgegangen, aber in der Schweiz ist morgen der Zinsentscheid, neben dem, dass ja morgen die Fed ausnahmsweise mal am Donnerstag ihre Tagung zum Zinsentscheid vollzieht. Also morgen hier sehr, sehr interessant. Wir werden sicher morgen auch in der Früh den Euro gegenüber dem US-Dollar in den Fokus nehmen, um mal so ein Stück weit vorauszuschauen, was passieren könnte. Aber heute Euro-Schweizer Franken auch im Vorfeld, dass wir da morgen aus der Schweiz einen Zinsentscheid beziehungsweise diverse Statements dann auch noch zu erwarten haben. Generell aber hier heute, was wichtig ist, Euro Schweizer Franken. Wir laufen mit Blick auf die Wochentagsstärke, auf die Wochentagsentwicklung. Hier sehen Sie 60, 58, heute 47 und weiter fallende Tendenz auf eine schwache Wochen, auf einen schwachen Wochenabschluss hin. Rein statistisch bewegt sich der Euro vom Mittwoch an eher negativ. Sie sehen Montag, Dienstag eher bullische Tage während der letzten 52 Handelswochen und hier zum Ende der letzten 52 Handelswochen gerade der Freitag mit nur 31% positiver Schlusspreise signifikant schwach. Gar keine Frage, wenngleich man natürlich hier alles ein Stück weit insofern relativieren muss, dass wenn wir jetzt eben hier ein Jahr zurückgehen rund, dass sich hier im September des letzten Jahres relativ wenig tat. Also da ist sicherlich hier die statistische Relevanz ganz schön eingefärbt, gerade auch hier eben beginnt ab 2011 mit der Intervention. Dann hier diese große Seitwärtsphase, das war ja praktisch ein nicht zu haltender Zustand Euro-Schweizer Franken, insofern kein Trading-Pair, neben dem, dass eben auch viele darauf spekuliert haben, dass die 1,20 als Untergrenze hier massiv verteidigt, dauerhaft verteidigt werden wird. Und diese Erwartung wurde ja jäh zerstört, eben mit dem Ausbruch. Es gab ja hier auch viele Schieflagen unter die Marke von 1,20. Aber wir wollen uns jetzt nicht mit der Vergangenheit beschäftigen, sondern mehr mit der Zukunft. Die weist hier zunächst erstmal auf eine schwache Wochentagstendenz hin. Wenn wir aber hier auf den Tageschart schauen, und das sehen wir hier oben auch die jüngsten Entwicklungen einer letzten Analyse, bei der es eben davon, bei der man davon ausging, dass es eben hier nach diesem Zwischenhoch im Bereich 1,062, 1,063 zu einer Konsolidierung kommen sollte. Im bullischsten Fall hier direkt im Bereich des 23,6er Fibo-Levels direkt eine weitere Aufwärtsbewegung möglich wäre. Das Paar setzte hier noch ein Stück weiter zurück, testete hier sozusagen die Marke von 1,70 knapp. Das 38er Level wurde hier nicht touchiert, dennoch hier das Hoch vom Februar bei 1,0812 wurde hier sozusagen umkämpft und das Level von 23,6 erwies sich hier dennoch als stabil. Das zeigt jetzt auch für die Zukunft, dass das Paar mit dieser frühen Wiederaufnahme der Aufwertung grundsätzlich weiteres Aufwärtspotenzial besitzt. Man sollte davon ausgehen, dass das hier eigentlich seinen Fortklang nach oben finden kann. Sicherlich wird der Euro morgen gerade durch die Fed auch wesentlich beeinflusst werden. Ob hier von der Schweizer Nationalbank da Signifikantes kommt, das muss man mal abwarten. Aber achten Sie morgen dazu einfach mal auf 9:30 Uhr. Ansonsten zunächst zum Paar. Wir sind wie gesagt hier mit dem neuen Zwischenhoch vom letzten Freitag bei 1,1050 schon wieder ein Stück weit nach oben emporgelaufen. Jetzt werden wir mal das Fibo-Level hier auf den letzten Bewegungsimpuls mal anpassen. Insofern, dass wir hier diese Marken, das sind die Extensions, lassen wir da mal, wir machen jetzt mal die Retracements, an das letzte Bewegungstief ranziehen. So. Das Level 10812 heben wir nochmal hervor. Das ist und bleibt eine Unterstützungszone, wenngleich sie hier auch
auch auf Tagesbasis temporär unterschritten wurde. Aber hier vom letzten Bewegungstief von August hier bis zum Zwischenhoch hier im September haben wir jetzt hier sozusagen nochmal die Fibo-Levels eingefangen. Und von diesem ausgehend wird jetzt sozusagen klar oder kann klar werden, wohin jetzt die Reise gehen kann in Sachen Konsolidierung. Sie sehen hier die klassischen Fibo-Levels. Im Ausdehnungsfall wäre hier das 61,8er-Level attraktiv, gerade im Sinne der Schwäche der kommenden 2, 3 Tage rein statistisch. Dann sollte sich das Währungspaar aber hier oberhalb von 1,0, also 1,0812, 1,0812 fangen. Um dann hier, und da passt jetzt auch die Saisonalität ganz gut ins Bild, eigentlich auch direkt weiter aufzustreben. So haben wir es jetzt. Ja, also die Saisonalität weist ja auch bis Ende September grundsätzlich eine gewisse Schwäche auf. Ab Oktober gibt es hier einen schönen Ausbruch nach oben, beziehungsweise eine schöne Aufwärtsbewegung, die sich dann bis Anfang November weiter fortsetzen dürfte. Das heißt, hier auch saisonal sieht so aus, als würde die Aufwertung weiter fortgesetzt werden. Die aktuelle Konsolidierung sollte hier in den kommenden Tagen, das muss jetzt natürlich rein statistisch auf die Wochentagsstärke jetzt nicht unbedingt bis Freitag, aber auch in den nächsten Tagen hier im Bereich oberhalb von 1,0812 enden. Die Fibo-Levels, wie gesagt, könnten hier zum Beispiel als gestaffelte Entry-Punkte angesehen werden, sozusagen hier immer wieder eine Pending-Order zu setzen per Limit, um dann sozusagen hier reinzukommen in diese Abwärtsbewegung und dann letztlich den nächsten Auftrieb mitzunehmen. Könnte dann eben, wenn es bis zum 61,8er geht, Schrägstrich vielleicht mit einem kleinen Touchdown drunter, so aussehen, dass dann praktisch hier eine neue Aufwertung folgt. Rein technisch wäre jetzt hier zu sagen, wenn wir deutlich unter das 61,8er gehen, dann muss man hier definitiv auf das letzte Verlaufstief aufpassen. Faktisch ganz klar, wenn wir hier unter das Tief vom 19.8. zu, halt, das war nicht 19, 20.8. zurückfallen, 1,0712, also unterhalb von 1,071, wäre davon auszugehen, dass es hier nochmals zu weiteren Rücksetzern bis 1,050 kommt und gegebenenfalls hier bis zu dieser Aufwärtstrendlinie. Das muss man mal so interpretieren, wenn, wie gesagt, ein neues Verlaufstief, neues Reaktionstief stattfindet. Aber rein technisch sollte es eher im Sinne einer Pullback-Bewegung an dieses Level hier in Bälde wieder aufwärts gehen. Je früher das Währungspaar natürlich nach oben durchstartet, desto eher Chancen auf der Oberseite. Dazu nehmen wir auch mal nochmal denselben Bewegungsablauf der letzten Impulsbewegung, um hier jetzt die Extensions nach oben mal abzutragen, also hier praktisch mit den Fibo-Levels mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und hier projizieren wir 138, 161 nach oben, um sozusagen die nächsten Ziele zu definieren. Rein anhand des goldenen Schnitts abgeleitet. Und da sehen wir hier, dass wir da bei 1,1181 sind, also die Marke von 1,12 bleibt weiter aktiv. Und hier 1,1263 wäre dann praktisch das nächste Level auf der Oberseite, was man in Augenschein nehmen sollte für den Fall, dass es hier eine weitere Fortsetzung der Aufwertung gibt. Ob wir hier, da muss ich jetzt den Chart mal deutlich stauchen, die 1,20 mittelfristig erreichen, das bleibt mal abzuwarten. Mal rein im Big Picture betrachtet scheint es eher so, dass wir uns hier irgendwo zwischen der Parität 1,00 und 1,20 festsetzen, also hier sozusagen auch eine große Range bewegen oder Range vollziehen. Ganz kurz noch der Intraday-Chart. Wir haben hier heute eine Schwäche, war ja auch schon zu erkennen im Tageschart. 41 Pips sind wir bislang gelaufen. Interessant hierbei, wir gehen mal in den 30-Minuten-Chart. Das Vortagestief. Vor Monatshoch haben wir schon unterschritten. Rein von der Statistik könnte es jetzt noch weiter abwärts gehen. Also gerade unterhalb des Pivot-Levels heute für Intraday-Trader sicherlich interessant, auch im Sinne des schwachen Wochentages, dass der Markt jetzt hier weiter nach unten zurückkippt und das Niveau von 1,025 rund ansteuert. Das wird interessanterweise auch von der heutigen FTSE-Vektorlogik unterstrichen. Ich zeige es Ihnen gerade mal. Hier praktisch ein negativer Count. Wir haben hier sogar 671 Erscheinungen während der letzten 15 Handelsjahre, beziehungsweise dann schon bald 16. Und mit einer Erfolgsquote von 62,3 gab es hier eben einen Abschlag von minus 0,3%. Das ist übersichtlich, das Währungspaar ja ohnehin nicht so stark, aber interessant, dass hier das Pattern Low dieser FTSE-Vektor-Logik exakt in dem Bereich der Average True Range der letzten 14 Tage liegt. Und sollte es eben hier bei Preisen unterhalb des Pivot-Level bleiben, ist eigentlich davon auszugehen, dass wir auch hier in Richtung 1,025, 1,015 abtauchen sollten. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für den heutigen Blick auf
das Devisenradar. Nachher gibt es noch eine JFD Live Trading TV-Sendung, beziehungsweise zwei zum Markt, zum Aktienmarkt. DAX natürlich im Fokus und gegebenenfalls am Nachmittag die US-Märkte. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten und wünsche noch einen schönen Handelstag. Bis dahin, ihr Christian Kämmerer und tschüss.